Guten Tag, die Leute. Ich bin der NA, ja, und ich habe heute mal ein bisschen länger Zeit, mich vorzustellen als nur 20 Sekunden. Und das freut mich sehr. Ich will mich jetzt zuerst mal zum Anfang bei den Leuten bedanken, die für mich gewotet haben. Denn ohne euch wäre ich ja jetzt diese Runde nicht weitergekommen. Und ich hoffe, ihr votet für mich auch in der nächsten Runde weiter. Und ja, würde mich freuen, dass ich vielleicht bis zum Ziel es schaffe. Ja, ich will mich auch bedanken, dass ihr für mich ein Like bei Facebook gegeben habt und oder mich geliked habt und auch bei YouTube abonniert habt. Ich hoffe, ihr habt mich wirklich nur geliked und abonniert, wenn ihr wirklich meine Musik mögt, denn ich halte nichts von Zahlen und brauche jetzt hier nicht 1000 Abonnenten, wenn nur irgendwie 100 dann meine Videos gucken. Also ihr sollt wirklich mich nur abonnieren oder liken bei Facebook, wenn ihr wirklich meine Musik mögt. Und sonst lasst es einfach, denn Zahlen nützen nichts, wenn diese Leute dann meine Musik nicht hören und gucken. Als zweites will ich mich dann auch zuerst mal bei Max bedanken, denn ohne ihn hätte ich ja diese Leute nie erreicht. Und mich würde es freuen, wenn man dann irgendwann mal Musik zusammen machen kann, und das wäre wirklich mein Ziel und ist eigentlich auch mein Ziel mit Max Musik zu machen, denn das würde mich am meisten freuen, denn ich schätze ihn als Person sowie auch als Musiker und ja, würde mich sehr freuen, wenn ich dann auch weiterkomme. So, Max hat mir oder mehr uns eine Nachricht geschickt, wir uns dann halt, wo er auch reingeschrieben hat, dass wir uns ein bisschen länger vorstellen dürfen, und hat uns dann auch ein paar Fragen mit reingepackt. Ich habe mir gedacht, beantwortest du jetzt so wie so ein Fahrschulbogen oder ja, laberst du jetzt einfach so los? Und ich glaube, ich laber jetzt einfach mal so los. Die Fragen sind eigentlich gut, aber ja, ich mache das jetzt auf so meine Art. Hat er auch gesagt, wir können das ja so machen, gestalten, wie wir wollen. Wie ihr schon wisst, mein Name ist N.A., mein Künstlername. Und den habe ich mir 2011 gegeben, ja, Anfang 2011. Und ja, da habe ich mir auch dann meinen Kanal auf YouTube gemacht. Davor hatte ich schon einen Kanal, aber da hatte ich einen anderen Künstlername. Und der hat eigentlich nichts bedeutet, und ich dachte mir, wenn ich schon Musik mache, dann muss mein Künstlername wenigstens eine kleine Bedeutung haben, auch wenn dieser Name jetzt nur zwei Buchstaben aus meinem richtigen Namen ist, aber er hat wenigstens eine Bedeutung. Ich habe 2008 angefangen, Musik zu machen, und da hat mir also 2008 fing das dann an, davor war das mehr so alles austesten, und ja, habe dann da angefangen, Musik zu machen. Ein Freund hat mir dann geholfen, hat mir zuerst mal Texte geschrieben und hat mir auch das Programm FL Studio gezeigt, mit dem ich jetzt immer noch meine Musik mache. Und so fing das dann halt an. Ne? 2009 habe ich mir dann auch mein Studio aufgebaut. Dann ging das natürlich nachher los, ne? So Technik gekauft, ein bisschen so. Wenigstens das Nötigste habe ich jetzt, was man zum Produzieren braucht. Das andere steckt alles im FL Studio. Man holt sich ja dann VSTs, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, 2009 dann halt angefangen mit Aufbauen des Studios und ja, dann auch ein bisschen nachher selbstständiger alles, ne? Also Texte schreiben und Sound. Also er hat mir ja davor, Sounds hat er mir nicht gemacht, der Kollege, aber halt Texte geschrieben, aber die habe ich dann auch mit der Zeit nachher selber geschrieben. Wenn, dann haben wir uns immer ein bisschen abgewechselt. Also wenn ich was angefangen habe, dann habe ich das einfach mal so rübergeschickt und dann hat er das fertig gemacht. Oder manchmal auch komplett gelöscht und dann einfach was Neues gemacht. Also das hat er auch mal gerne gemacht. Ich habe genauso ein Video auch schon mal gemacht, wo ich mich mal ein bisschen vorgestellt habe. Eigentlich wiederhole ich mich hier jetzt gerade nur. Und da habe ich dann auch ein bisschen verewigt und seinen richtigen Namen mal präsentiert, damit die Leute auch wissen, wer eigentlich dahinter steckt, wer die ersten Songs mit mir zusammen gemacht hat. Zumindest sind die Texte dann auch geschrieben. Aufgetreten bin ich bis jetzt noch nie so und hatte also keine Live-Erfahrung. Musik ist für mich ein Hobby, bleibt auch ein Hobby. Ich mache es gerne und
sehe da jetzt in der Zukunft jetzt nichts Großes jetzt an. Also wie gesagt, bleibt nur ein Hobby. Dann kann ich mal hier die Frage von Max einfach so beantworten. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben? Den würde ich doch recht durchwachsen beschreiben, denn ich versuche mich gerne in jede Musikrichtung und teste mich da gerne aus. Gerade mit meinem FS Studio, da ist es doch, sage ich mal, recht schwierig, denn jede Musikrichtung da gerecht zu werden. Und das ist ja doch schon ein bisschen was anderes, wenn man was live einspielt oder halt dann über Computer. Ist manchmal eine Herausforderung und die nehme ich dann auch immer gerne an. Und wie gesagt, ich versuche mich da an jede Musikrichtung hören. Ich höre auch privat gerne jede Musikrichtung, außer vielleicht Metal. Aber sonst höre ich wirklich alles und bin für jeden Scheiß da offen. Was motiviert euch dazu, Musik zu machen? Ich glaube, ich mich selbst. Also wenn ich so auf meine Couch abends liege, dann den Laptop in der Hand und dann meine Sounds ein bisschen bearbeite, dann gehe ich manchmal da total ab. Also dann sage ich mir, okay, den musst du jetzt machen, das musst du jetzt fertig machen. Und ja, da ertappe ich mich halt immer dann öfters selbst und pausche mich da auch richtig auf und will das dann machen. Und ich glaube, das ist meine eigene Motivation. Natürlich ist es auch schön, Kommentare unter mein Video zu bekommen und sonst würde ich sie auch bei YouTube nicht hochladen. Aber ich glaube, die meiste Motivation gilt mir. Und ich denke mal, das ist ja auch gut, oder? Dann kann ich ja hier mal die letzte Frage, die er noch gestellt hat. Wie seid ihr auf The Voice of Noise aufmerksam geworden und was versprecht ihr euch von der Teilnahme? Also aufmerksam bin ich ja darunter geworden, dass ich ihn ja bei YouTube abonniert habe und dass ich ihn ja schon ein paar Jahre verfolge. Also ein kleiner Stalker. Und ja, da bin ich dann halt auf The Voice of Noise aufmerksam geworden und habe mir gedacht, okay, da machst du mit, schon allein, weil er ein echt super Typ ist. Und ja, was verspreche ich mir von der Teilnahme? Einfach mit ihnen einen Song aufzunehmen. Also mehr verspreche ich mir dann noch nicht. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und wenn doch, dann müsst ihr mich privat anschreiben und mir die Frage stellen. Ich glaube, das, denke ich mal, reicht aber zuerst mal zum Anfang. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, mein Gesappel. Und vielleicht sieht man sich dann wieder. Tschüss! Zuerst mal bedanken 2008 an, dass ich dann den Kollege... Jude Tati, Leute! Ich habe heute nichts zu erzählen. Was ich freuen, wenn ich da eine Weile runterkomme. Ich habe hier wieder Sprachfehler in Tür. Ich freue mich so. So, also, Kacke. Ich weiß nicht, wo das ist. Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Ah, der ist ja dreckig, mein Computer, total dreckig. Ist ja egalhaft. Eine schöne Akustikversion habe ich von Max mir mal genommen. Das war Ich und meine Luftmatratze, fand ich total klasse. Originalsong ein bisschen, ist auch schon ein bisschen älter gewesen und da fand ich die Akustikversion sehr schön. Jetzt suche ich sie mal gerade. Ich war alle mal so frei und habe einfach mal einen Remix draus gemacht. Ein Remix. Eingeflogen ist eine Sache der Zeit und sie machen sich breit. Ich kack drauf und weiß, ich bin gleich einfach nur abseits und frei. Mann, ich pack sie aus, lach sie an, sag ihr gleich, wird abgespannt. Ich chill, halt den Atem an, sie legt sich hin und macht sich lang. Jetzt wird geblasen, denn dann wird sie rund und fett. Es ist nett, ich spring auf sie drauf, wir schunkeln im Duett. Es geht ja, dann guckst du Fratze. Das ist meine Wunderwaffe, während euch der Fuß, da packt es sich auf meiner Luftmatratze. Ja, dann guckst du Fratze, denn wir sind nur auf Achse. Mit den Wellen voll im Takt, bin ich mit meiner Luftmatratze. Ja, dann guckst du Fratze. Das ist meine Wunderwaffe, während euch der Fuß, da packt es sich auf meiner Luftmatratze. Ja, dann guckst du Fratze, denn wir sind nur auf Achse. Mit den Wellen voll im Takt bin ich mit meiner Luftmatratze. Schau mich um und seh das blaue, weite Meer. Ich schmeiß die Uhr weg, denn ich brauch die Zeit nicht mehr. Oh, ohne sie verliert der Zauber seinen Wert. Ah, alles was ich brauch ist mein Sauerstoffgefährt. Ich kann sie in die Arme nehmen, chill den ganzen Tag extrem. Und wenn der Sinn mir danach steht, bringt sie mich von A nach B. Auf hoher See sind wir auf jeden Fall ein gutes Team, denn so wie sie. Ich liebe es! Oh, ich geh jetzt.